Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Wir sind immer noch im Wüstenland und suchen Powermonde. Joa, wo fangen wir denn an? Erstmal auf die Karte schauen. Also hier müssen wir hin. Da. Ich gehe mal so links rum und dann im Kreis. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Aber bevor wir das machen, will ich einmal ganz kurz auf das Gebäude da vorne drauf. Denn mir ist noch was eingefallen. Und zwar ist da oben ja so ein Rad. Oh, Moment. Was haben wir denn hier? Hinweiskunst. Ach, das ist der Crazy Capstore aus Bowsers Land. 6 rechts, 3 links. Aha. Boah, einfach mal speichern. Und Collectible-Münzen. Nice. Genau, aber wegen Collectible-Münzen bin ich hier auch hingegangen. Also jetzt nicht da unten hin, aber wir haben hier die Rakete und ich bin mir relativ sicher, dass ich da oben alle Monde habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich alle Collectible-Münzen bekommen habe, beziehungsweise alle Lila-Münzen. Ich erinnere mich an diesen Ort. Ich wette, es befinden sich hier wenigstens noch Lila-Münzen. Na, schau mal einen an. Guten Riecher. Ihr habt... Die große Frage ist jetzt natürlich... Wo sind die lila Münzen? Ja, also wahrscheinlich irgendwo an den Gebäuden an der Seite, ne? Also wenn die sich hier so drehen, dann tauchen die wahrscheinlich irgendwann einfach auf. Wobei an dem Gebäude offensichtlich nicht. Ah, da vorne sind 2. Also ich hatte hier auch schon welche gefunden. Frage ist, wo sind die restlichen? Ah. Wir können ja erstmal hier zu dem Mond nach oben gehen. Da hat man, glaube ich, eine ganz gute Aussicht. Hey, geh da hoch. Nein, hoch, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Das kann doch gar nicht wahr sein. Richtig failig. So. Oh, da vorne sind sie. Tja, wie kommt man denn da dran? Könnte natürlich einen Hechtsprung machen oder mich von oben runter droppen lassen. Ja, oder man macht so. Nice. Ah, gut. Rein in die Schlucht. Ist aber nicht so schlimm, denn auch wenn ich hier sterbe, behalte ich ja die Collectible-Münzen. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier aber, glaube ich, auch wirklich alles gesehen. Also, ich kann mir jetzt ehrlicherweise nicht vorstellen, dass es hier noch mehr Collectible-Münzen gibt. Tada! Wieder da. Ja, dann gehe ich, glaube ich, wirklich hier links weiter. Also irgendwo muss hier noch ein Samen sein. Denn da haben wir einen Topf, wo noch keiner drinsteckt. Können wir mal so ein bisschen die Augen offen halten. Ansonsten, ja, ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, dass ich mir die Ränder jetzt halt ein bisschen genauer anschauen möchte. Denn es sind halt so, ja... Die Bereiche der Wüste, die ich beim ersten Mal nicht so genau begutachtet habe. Haben wir ja schon mal. Oh! Boah, sind die mies. Boah. Los, geh da runter. Nein, häng dich da dran. So, jetzt aber. Ach, das gibt's doch. Ernsthaft? Wollen die mich veräppeln? Ich hab nach oben gedrückt. Leute, was ist hier mit dem Spiel los? Aber das ist ja wirklich voll die miese Stelle für Collectible-Münzen. Alter Schwede. Ich finde tatsächlich auch, das Wüstengebiet ist irgendwie so das Unübersichtlichste. Mit dem Cityland zusammen. Ich weiß jetzt nicht mal, wo ich gerade war. Wo war ich denn gerade? Irgendwo an der Seite. Aber wo genau? Hier? Ah ja. Wobei, wenn ich jetzt runterfalle, ist nicht ganz so schlimm. Sehr schön. Ja, ich meine, wir haben ja schon fast alle Collectible-Münzen. Jetzt auch nicht so, dass ich gar keine habe. Tja, aber wo könnte denn noch was sein? Ja, wir müssen natürlich auch so ein bisschen auf den Boden immer achten. Könnte halt sein, dass hier noch irgendwas glänzt, leuchtet, whatever. Schaut mal, da vorne ist der Samen. Das ging ja schnell.
gerade noch davon gesprochen in der Stadt. Ja, den bringen wir auch direkt zurück zur Stadt, würde ich sagen. Dann haben wir das nämlich schon erledigt. Hey. Ja. Gibt's doch gar nicht. So. Aber ich sehe auch sonst nichts leuchten oder so hier im Boden. Es kann natürlich sein, dass in den Innenräumen noch was versteckt ist. Ah, hier vibriert es, aber den hatte ich schon, ne? Ich komme vor allen Dingen auch voll mit den Hügeln durcheinander, weil es hier halt 50.000 Hügel gibt, die komplett gleich aussehen. Naja, den hatte ich schon das letzte Mal. Das ist echt schwierig, hier den Überblick zu behalten. Ach, aber das mit dem Samen ist schon ganz cool. Sind ja auch eher die nervigeren Monde. Schlicht und ergreifend, weil man halt warten muss. Das ist jetzt nicht so meins. Wie jeder weiß inzwischen auch wahrscheinlich. Wenn ich eine Sache nicht gerne mache, dann ist es warten. Okay. Gehen wir mal hier rüber. Ja, wo ist denn hier ein Mond? Ach, oben auf der Säule drauf, oder was? Ah, okay. Hey, Moment! War da vorne ein P-Switch? Da war ein P-Switch! Hatten wir das denn schon gemacht? Ich glaube auch noch nicht, ne? Ach, tatsächlich. Ach, da haben wir noch einen Schlüssel. Och nein! Oh, sowas. Oh, in sowas bin ich ja nicht so gut. Ohohoho, sagte er. Und bekam direkt den Mond. Wüstenland, Tic-Tac-Turnier 2. Also unsichtbare Plattformen sind halt nicht unbedingt meins. Feingefühl, ich habe dieses Feingefühl halt einfach nicht. Ach, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Heute voll viele Fehlsprünge dabei gehabt schon. So, jetzt aber. Achso, wir müssen uns auch noch ein neues Kostüm kaufen. Wir sind jetzt auch lange genug als Wario schon rumgelaufen. Behaupte ich einfach mal. Ah. Nice. Der unsichtbare Schimmer. Jo. Sieht hier noch irgendwas interessant aus? Oh, erstmal nicht. Ach, das war... Oh. Das war die Säule, zu der es einen Weg gab. Hätte ich gar nicht rüberspringen müssen. Na, ist egal. Sonst wäre ich jetzt da oben über die Leitung weiter gefleucht. Aber wir können natürlich auch hier unten lang gehen. Zum Endeffekt auch Schnurz. Also wie schon gesagt, ich denke halt, dass es innerhalb der Gebäude definitiv noch ordentlich was zu sammeln gibt. Da werden wahrscheinlich auch die restlichen Collectibles stecken. Hier aus am Rand. Ach, da vorne ist das Koopa-Rennen. Ja gut, das haben wir ja schon erledigt. Da oben ist noch ein Mond. Was ist denn mit den ganzen Kakteen hier? Auch nichts, ne? Leuchtet nichts. Vorne, der sieht noch auffällig aus. Oder war es der, den ich schon hatte? Ne, ich glaube, den hatte ich schon. Wie schon gesagt, also es ist relativ schwierig, den Überblick zu behalten. Oder hatte ich den noch nicht? Egal, da vorne ist eine Goomba-Dame. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Goomba darüber bekommen. Ja, wobei ich mich auch da frage, wo soll ich denn hier einen Goomba herkriegen? Muss ich den von ganz vom Anfang her holen? Falls ja, wäre das schon... schon relativ übel. Da können wir natürlich auch noch runtergehen. Genau, wir befinden uns ja gerade unterhalb der großen umgedrehten Pyramide. Ich wette, hier sind am Rand irgendwo noch Collectible-Münzen. Ich hab das irgendwie im Gespür. Nix, nix, nix. Unten.
Ah, Moment, Moment, Moment. Was ist mit der Kiste da vorne? Oh, die Kiste leuchtet. Das heißt, da müssen wir auch irgendwie hin. Da ist ein Miauxi. Ja, also wenigstens habe ich schon mal so 3, 4 Ankerpunkte. Ansonsten quatschen wir halt vorne mit dem Toad und ja, lassen uns 1, 2, 3 Monde verzeichnen. Finde ich auch nicht so schlecht. Wo ist denn hier der Vogel? Da vorne. Den müssen wir auch noch schnappen. Oh nein! Das gibt's doch gar nicht. Ah, jetzt habe ich ihn. Oh, nice. Und direkt tot danach. Flatterhaft in der Ödnis. Ja, okay. In Ordnung. Hauptsache, wir haben endlich den blöden Vogel auch gefangen. Beziehungsweise einen hatten wir ja schon. Das ist ja der zweite. Oh, ich starte hier vorne wieder. Ach, da hinten ist die Tür. Ja, perfekt. Da will ich doch gar nicht meckern. Und da sind definitiv Collectible-Münzen drin. Sehr schön. Ach, so eine Prüfung mit einem von dem Typen hier. Warum kann man denn hier hin? Oder warum sollte man da hin? Ach, ach, mit ihm kann ich da gar nicht drüber laufen, oder was? Ach so. Wie soll man nur zum Gucken benutzen und dann muss man mit Mario wirklich hin und weitergehen? Ah, schau mal, da sind die Collectible-Münzen. Boah, 3 Stück fehlen nur noch. Ich habe fast alle. Also über die Collectible-Münzen würde ich mich schon echt megamäßig freuen. Boah, die Plattform denn ungefähr hier, ne? Nice. Das unsichtbare Labyrinth. Wisst ihr, was das Problem ist? Hier ist auch irgendwo noch ein versteckter Mond. Und ich frage mich, wo? Boah, wo haben die denn hier einen Mond versteckt? Oder muss man vielleicht durch die Röhre noch gehen? Kommt man dann irgendwo anders noch hin? Nee, da kommt man wieder raus. Boah, wo haben die denn da einen Mond versteckt unten noch? Also da muss noch ein Secret-Mond sein. Boah, es ist ja schon relativ unangenehm hier. Vielleicht hier links? Aber... Nee, warum? Da kommt man mit Sicherheit auch irgendwie hoch. Ich wette, da kommt man hoch. Wahrscheinlich kann man sich hier irgendwie hochtricksen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da oben... Dass die da oben einen Mond versteckt haben. Das ist zu krass. Wo ist denn hier ein Mond noch? Beziehungsweise da oben kann auch gar kein Mond sein. Also selbst wenn man da hochkommen würde, was ja gar nicht bestätigt ist. Selbst wenn man hochkommen würde, wäre da kein Mond. Denn man sieht ja hier, die Kamera fährt da drüber. Da ist nichts. Aber wo ist denn hier noch ein Mond, bitte? Es ist so winzig, das Gebiet. Moment, man kann... Kann man da vielleicht Käppi draufwerfen? Oh, ist das mies. Boah, ist das mies. Boah, das ist ja mega gemein. Deswegen gibt es hier vorne auch die Plattform. Totenkopf im unsichtbaren Labyrinth. Boah, das ist einer der am gemeinsten versteckten Monde. Boah, der war schon richtig fies. Muss man einfach mal sagen. Na gut, Hauptsache ich habe ihn gefunden. Jetzt habe ich aber schon wieder komplett die Orientierung verloren. Wo war denn mein Miauxi? Ganz hinten, ne? Ah, da unten ist auch noch ein Taxi. Miauxi, ja, ja, ich weiß. Dann lassen wir uns gleich nochmal einmal in die Grube unten reinfallen. Das halte ich auch für sinnvoll. Allgemein ist das Erkunden, glaube ich, mit dem Miauxi auch sinnvoller. Wenn man halt ein bisschen schneller unterwegs ist. Jo, ich hoffe mal. Hatten wir diesen Mond schon? Nein! Luide!
Das ist doch schön. Der dritte der 5 Kaktusse. Ja. So sieht's aus. Die Mehrzahl nicht Kakteen? Hab ich das falsch im Kopf? Kaktusse? Kakteen? Ich glaube, die Mehrzahl ist eigentlich Kakteen. Rätsel über Rätsel. Wie kriege ich da denn einen Kugelwilli rüber? Der einzige Kugelwilli-Spawner ist doch da vorne, ne? Boah, da muss man aber... Da muss man aber wirklich perfekt fliegen. Oh, schau mal, da unten ist noch ein Bild. Gibt's doch gar nicht. Und zwar... Nach New Dog City! Na dann, auf geht's. Sehr schön. Zimmer und auf einem einsamen Dach finden wir einen einsamen Mond. Geheimfahrt nach New Dog City. Läuft bei uns. Ah, diesmal können wir die Zwischensequenz auch mal skippen. Aber ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich finde diese Animation, wenn man durch die Bilder reist, eigentlich ganz cool. Hat irgendwie was. Jetzt schauen wir aber erstmal nach einem Kugelwilli. Ah. Bin ich hier eigentlich hoch auf? Ja, ne? Ach, locker! Tja, also ich muss von hier aus... Von hier aus fliegen. Unten ist ein Spawner. Was ist das denn von der Höhe her? Oh, I don't know. Also ich muss auf jeden Fall einen hiervon nehmen. Und dann richtig Gas geben. Ach, das gibt's doch gar nicht. Hä? Wie soll man denn da bitte rüberkommen? Boah, das ist ja voll mies. Aber... Nee, das muss einer von denen sein, von den Kugelwillis. Weil sonst gibt's hier eigentlich keine Kugelwilli-Spawner. Das sind die einzigen, die ich jetzt so gesehen habe. Hm. Naja, mache ich mir noch ein bisschen Gedanken zu. Gehen wir erstmal hier oben weiter. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ja, ich meine, mit ihm könnte ich natürlich dahin segeln, aber ich kriege die Kiste nicht kaputt. Oder kann man die Kiste vielleicht auch so zerstören? Ja, wäre auch noch eine Idee. Wie sieht es denn mit dieser 2D-Geschichte hier aus? Haben wir hier noch was Neues? Ah, da oben ist... Ah, da oben ist eine Musiknote. Ja, gut. Ah, tatsächlich. Oh! Nice! Da vorne spawnt da. Sehr schön. Immerhin noch einen Mond gefunden, aber... Den in der Kiste hätte ich eigentlich auch ganz gerne gehabt. Komme ich denn jetzt hier am schnellsten raus? Ja, nach unten? Wahrscheinlich, ne? Ist einfacher, als bis nach oben durchzulaufen. Wie viele Monde fehlen uns denn jetzt hier überhaupt noch? Boah, 9 Stück noch. Ja, wir versuchen jetzt mal, einen Goomba zu der Goomba-Dame hinzuschaffen. Wo war denn hier einer? Ach stimmt, ach, die musste man so... Oh, die waren ganz weit weg, ne? Ja, da hinten. Das sind wahrscheinlich auch dieselben, die ich jetzt... Oder...
Einer von denen ist wahrscheinlich auch der, den ich nehmen muss, um die Goomba-Dame da oben glücklich zu machen. Das hört sich immer so ein bisschen anstößig an, aber es ist gar nicht so gemeint. Oder komme ich hier nicht rum? Oh ne, da komme ich gar nicht weiter. Ja krass, oder muss ich wirklich den super langen Weg hier nehmen? Ja, oder ich gehe hier rum. Boah, ist das eine miese Aufgabe. Das ist ja voll räudig. Vielleicht gibt es da auch irgendeine Abkürzung, aber ich kenne die jetzt halt nicht. Also ist natürlich auch immer möglich. Das ein oder andere Mal nehme ich halt auch einfach die kompliziertesten Routen. Das habe ich auch schon öfter mal im Kommentarbereich gelesen. Übrigens, Dankeschön für eure schönen Kommentare immer. Das habe ich auch schon im Kommentarbereich gelesen, dass ich immer die kompliziertesten Routen nehme, weil, ja weiß ich nicht, ich irgendwie auf die einfachen Sachen nicht komme. Die haben immer voll die riesigen Umwege und, ja, rate mich hier so ein bisschen durch. Das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, bei irgendeinem Koopa-Rennen. Nicht bei dem letzten, sondern bei dem vorletzten, meine ich. Naja. Was für eine spannende Aufgabe. Glaube ich denn noch richtig? Ja, locker. Alles gut. Aber die Goombas sind jetzt halt auch nicht unbedingt die allerschnellsten. Ich hoffe, dass jetzt einer auch reicht. Aber sie standen nicht auf einer Plattform drauf. Also sie war... auf einer Ebene. Boah, wo war das denn jetzt nochmal? Noch weiter nach vorne. Ah, da hinten ist sie ja. Hallöchen. Das heißt auf einer Ebene, auf so einer kleinen Düne, ne? Oder unterhalb von so einer kleinen Düne. Na? Ja, schau mal einen an, wer da ganz verknallt ist. Super sweet. Romanze am Rand der Wüste. Na, das hört sich doch klasse an. So, dann geben wir mal die Monde ab. Und dann schauen wir mal, wie viele wir heute erwirtschaftet haben. Ja, waren gar nicht so viele, aber waren relativ... ja, schwer zu finden, ne? 451 haben wir schon. Ich bin stolz. Sehr schön. Und an dieser Stelle beende ich den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.